von Famfried haben wir erhalten. Geil. Let him by, Venna. It is done. How I have enjoyed these 6 years. The pleasure was all mine. Was there no other way? Spend your pity elsewhere. If you are so set on running, hadn't you best be off, fool of a pirate? Fran? Fran! The mist burns to bursting. It beats the cocoon. The suncrest bursts. You must run as far as you can. Easy, Fran. Hadn't you best be off? That's what a sky pirate does. You fly, don't you? I suppose you'd better hang on then. Ash, the sword! We have to stop it! You must quit this place. It's reacting. I've not seen its like before. Nay, never this large. Never such threat impendent. For Nabudis. Redis! Redis, no! I, Judge Magister, condemn you to oblivion! Die erlebten Abenteuer können gespeichert werden. Verstehe ich nicht. Wie sind die da rausgekommen und haben Redis zurückgelassen? Und dann noch mit dem Flugschiff. Also, what? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Slugsy, vielen Dank.
ja, warum musste Redder so früh gehen? Ja. Das ist schlimm. Sid? We let ourselves inside. The situation is one demanding some haste, you understand? How did you know where we were? My little birds, they tell me many, many things. My lady, the war begins now. Then you were unsuccessful in stopping the Rosarian fleet? I used a variety of methods. All went according to plan until it came time to request withdrawal of our most devoted generals. In their enthusiasm for war, our great military leaders went behind my back straight to Marquis Sandor's resistance. The resistance? During training, a division of the resistance ignored their orders and disappeared. They were next found exchanging broadsides with the Imperials over old Nabradia. Why would they go there? They were asking to be found. You misunderstand. Those ships must surely belong to Rosarian Division. They may have joined Ondor's resistance forces as patriots or even mercenaries, but in reality they are regulars of the Rosarian army, under direct command of our war pavilion. This fifth column has invaded Imperial airspace and provoked a response. Unable to abandon them, His Excellency the Marquis was obliged to give his main fleet the order to attack. And the battleground is Dalmasca. Should this fight drag on, Rosaria will enter the fray. The defense of Dalmasca is their excuse, and we will have a war between empires. Correct. They will buy their time waiting to strike until the Empire has spent itself against the Marquis. But then he will crush them and the Marquis both between his hands. Vayne holds the Dusk Shard no longer. His advantage is lost. Vayne has advantages enough. He stands on higher ground, and my birds tell me he has awoken something quite large. Bahamut, Lord of the Sky. There was a stirring in the mist, in the direction of Ridorana, I am told. Bahamut awoke soon after this. It is the mist that came before the Christ was undone. It breathed life into this Bahamut. If Rethers had not stopped it when he did, how much more mist might it have drunk? All went according to Dr. Sid's designs. Yes, the man's last great accomplishment, I fear. And so it falls to me to put an end to the thing. Vayne commands Bahamut himself? He comes to Rabanaster. Then I will defend Dalmasca and stop this Bahamut. This is my charge. That's our charge, actually. It's our home. It belongs to us all. And my charge is to hinder and delay this Rosarian invasion for as long as is possible. I will do what I can. Ah, yes. When this unpleasantness is done, you must come to Rosaria. I will take you to the Amber Vale of Clan Margrace. Such things I will show you. Until then, I will be waiting. Ja, einiges ab, hey. Hey, Vaan, eine dringende Nachricht vom Widerstand. Die Imperialen haben die Luftfeste Bahamut in Bewegung gesetzt. Riecht nach einem üblen Krieg. Und da die Bahamut eine schwebende Festung ist, kann man sie nur per Luftschiff entern. Denkt ihr mal. Denk ich mal.
So, und jetzt haben wir auch das letzte Ziel vor Augen. Rein storytechnisch. Nämlich die Bahamut. Wenn wir einmal die Bahamut anfliegen mit unserem Luftschiff, können wir dort nicht mehr zurück. Das heißt, das Spiel endet dort dann automatisch. Alles, was wir noch erledigen wollen, sollen und können, sollten wir vor der Bahamut machen. Aber das ist ja kein Problem. Hallo, wo ist denn hier der Händler? Hallo, hallo, hallo. Ausgeflogen oder was? Da ist er, die olle Zippe. Gibt's was Neues? Nee, wir haben alles. Naja. Tja, es gibt noch einiges zu erledigen. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wann und wo und wie ich jetzt weitermache. Aber das überlege ich mir mal in Ruhe. Ja. Weiter geht's mit Final Fantasy, Leute. Ja, ich habe irgendwie einen komischen Schnitt gemacht beim letzten Mal. Sonst wäre das eine Video zu lang geworden und dieses hier zu kurz, wie auch immer. Holy shit. Wir sind fertig mit dem Richtfeuer. Zumindest mit den oberen Etagen. Naja, da zumindest auch noch nicht ganz. Rein storytechnisch haben wir's. Es gibt noch einiges zu holen. Vor allem im Keller. Ich will unbedingt in den Keller. Ich will aber auch Masamune bauen. Ich will aber auch einen klaren Schnitt haben in den Videos. Von daher schauen wir uns jetzt erstmal an, was die Anschlagtafel noch zu bieten hat. Es gibt noch den ein oder anderen Mob-Auftrag. Xauron, höherer Drache. Rang 7, Status offen. Ricky in Balfenheim ist der Auftraggeber. So. Was gibt's denn Neues im Piratennest eigentlich? Ah, Fabunil? Hatten wir den nicht schon? Zodiac haben wir, genau. Belias. Ich habe alle Espern, die es gibt. Das Esperte sind wir jetzt. Ja, genau. Sehr schön. Den Monsterkatalog müssen wir auch noch vervollständigen irgendwann. Für den Erfolg. Für die Trophäe. So, 42 Mobs mit Fabunil. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es bis zu 45 Mobs gibt. Ein bisschen was fehlt noch. Ich weiß, dass Ixion noch fehlt. Ich weiß auch im Keller, also noch ein Mob im Keller fehlt. Der Typ, der da seine 4 Anhänger beschwört. Die eine oder andere Technik und Magie fehlt uns auch noch, damit wir alles haben für den Erfolg. Dass wir in dem Video noch ein bisschen was erreichen können. Erstmal schauen, was Mont Blanc zu sagen hat. Hey, Schweinehälfte, lass mich mal durch. Fleißig auf Jagd, Kuppe. Du hast Hydros, den Gar ausgemacht. Respekt. Dir verdanken wir es, dass wir die phänomenalen Bukavus uns in Balfenheim einen Namen machen konnten. Dank und Gruß, der Clan Bukavus. Du hast im Ragnarok den Gar ausgemacht. Wir danken dir für ewig, dass du unser Land von dem Schatten des Bösen befreit hast. Die verdammten Nabudis. Furie haben wir. Auch hier. Über 13 Esper gebieten wir. Eureko der Barde gratuliert und schickt dir ein Geschenk. Nun greift die Nacht nicht mehr nach dem Tage. Dank dir, Freund, bist eine wahre Heldensage. Eureko der Barde. Ein Serpentarius? Ah, da sind das Götterwesen, genau. Ixion nehmen wir an. Die Wirtstochter. Fürchterliche Albträume suchen mich heim, sobald ich in Nacht sie auch schon. Sagen wir, das Monster. Ja, ja, ja. Auch in Balfenheim, aha. Und das Götterwesen. Mont Blanc ist der Auftraggeber.
voll dreist tauchte kürzlich ein Wesen auf, das sich als Gottheit bezeichnete. Das kann nichts Gutes verheißen, Kubo. Obgleich bisher kein Schatten entstanden ist, bin ich in diesem Fall für einen Präventivschlag, Kubo. Etwas Unheilvolles bahnt sich an. Nehmen wir an. In der letzten Etage, im untersten Winkel vom Richtfeuer. Haben wir dann auch das Götterwesen. Und ich meine, das waren soweit alle Mob-Aufträge. Ja, 44 und der letzte ist Yasmat. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Würde ich vorschlagen, dass wir die Mob-Aufträge in Balfenheim noch fix annehmen. Von Ricky und der Wirtstochter. Verzeihung, falls ich auch öfter schneuze oder Nase ziehe als sonst schon. Ja. Zusätzlich zu meiner Allergie gegen irgendwelche Pollengräser, was weiß denn ich, hat sich jetzt auch noch eine Erkältung eingeschlichen. Richtig geil. Ich sitze hier schon auf Medikamenten und produziere trotzdem, weil ich nicht will, dass die Videos abreißen für euch. So, 2,5 Millionen Gil, Himmel hilf. Klar, Ixion und Götterwesen. Die Aufträge erscheinen natürlich erst, sobald wir fertig sind im Richtfeuer mit der Geschichte. Bist du die Wirtstochter? Du bist die Wirtstochter. Ich träume seit kurzem sehr schlecht und ständig höre ich seltsame Geräusche. Schläfst du tief und fest? Übrigens ist dir die Legende von Ridorana bekannt. Demnach soll das Monster Ixion die Herzen von Geschöpfen verderben. Vielleicht könnte ich ja wieder ruhig gut schlafen, wenn dieses Untier besiegt wäre, dachte ich und wandte mich an die Clans. Es kamen dann auch ganz viele, die meinten, sie hätten Ixion unschädlich gemacht. Doch noch immer vernehme ich die Geräusche und auch meine Albträume sind nicht verschwunden. Kann mir denn niemand helfen? Ich bin ein Retter. Vor langer Zeit gab es in Balfenheim ein Pferd, das Nacht um Nacht so laut wieherte, dass niemand mehr ein Auge zutun konnte. Da es immer zurückkam, wenn man es in der Zerobi-Steppe aussetzte, wurde es schließlich auf einem Boot westlich über das Meer geschickt. Dort stürzte es in den Ridorana-Katarakt herunter. Wie sehr muss dieses Pferd seine Peiniger gehasst haben. Seit diesem Vorfall erzählte man sich, dass schlaflose das Wiehern eines Pferdes vernehmen würden. Das Wiehern besagten Pferdes, das Wiehern Ixions. Ich flehe dich an, besiege Ixion, mach, dass ich wieder in Ruhe schlafen kann. Wow, geile Geschichte. Das arme Ixion. Ist die Kiste da? Nein, die Kiste ist nicht da. Ja. Nun denn. Dann noch fix rüber zu Ricky. Riku. Und ja, der Troller und dem komischen Hamsterhasenwesen da, was auch immer das ist. In die Bahamut kommst du nur per Luftschiff fahren. Ja, ja, ja. Ich will aber actually, wir müssen einmal mit dem dieses komische Rennen machen. Ah, falscher Knopf gedrückt, ja. Wir müssen einmal mit dem das komische Rennen hier machen. Und auch gewinnen. Oh mein
Gott! Auf der PlayStation ist es viel leichter. Oh, voll verkackt. Voll verschissen. Ja, egal. Wir können trotzdem mit dem Steckbrief labern. Das legendäre Monster ist Xauron. Keine Ahnung, wo es sich aufhält. Aber du merkst schon, wenn du vor einem unbesiegbaren Gegner stehst. Okay, der will quasi den stärksten Drachen killen. Oder Tyrannosaurus oder was auch immer das ist. Sau cool. Ah, Clanbericht. Mob. König Behemoth haben wir auch noch. Ach so. Tja. Bei Old Dallen ist der versteckt. Stimmt. Da war ja auch noch was. Vorher will ich unbedingt Einhand Masamune bauen. Und ich weiß nicht, Freunde, ich habe es mir ein bisschen überlegt. Mit dem Drachenturm. Der Drachenturm ist natürlich schon sehr stark. Ich werde ihn nicht weiter benutzen. Ich meine, es war zwar ganz schön und man kann ihn ja mal spaßeshalber für den einen oder anderen Boss benutzen, aber so privattechnisch, aber ich selbst will ihn jetzt nicht mehr benutzen. Ich empfinde es halt einfach, naja, zu einfach jetzt nicht unbedingt, aber halt einfach zu OP. Okay, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Es ist ein Gegenstand, der von den Entwicklern mit eingebaut wurde. Es ist ein Gegenstand, den ich mir jetzt nicht per Cheat Engine geholt habe, sondern ganz normal fair, wenn du so willst, im Kampf gegen Zodiac habe ich mir den geklaut, ihr habt es ja gesehen. Aber es ist trotzdem, es ist quasi ein neuer overpowerter Gegenstand und ich brauche ihn eigentlich nicht. Es ist quasi auf einer Stufe mit dem Gendarme und dem Seitengrad. Wir schaffen alle Bosse, wir schaffen den Trial Mode bis 100 und auch 100 schaffen wir auch ohne die overpowerten Waffen. Das kriegen wir schon hin, Leute. Ich lasse ihn einfach weg. Ich meine, ich könnte zwar damit argumentieren, wie gesagt, dass ich ihn mir ganz normal, legal und ohne Cheat Engine geholt habe. Auch ohne RNG-Manipulation. Das ist ja das Schöne, das ist ein seltener Klau von Zodiacen. Das schaffst du, wenn du oft genug lädst, schaffst du das. Aber trotzdem. So, dann quatschen wir noch schnell mit Old Dallen. Beziehungsweise dem Typen in seinem Haus. Es ließe mein Herz höher schlagen, solltest du tatsächlich gekommen sein, König Behemoth zu jagen und zu erlegen. Den Steckbrief hast du gesehen? Es liegt an dir, den Auftrag anzunehmen. Denn großzügig belohnen kann ich dich nicht. Bin ich doch selbst arm wie eine Kirchenmaus. Wir nehmen deinen Auftrag trotzdem an. Deine Großzügigkeit ehrt dich trotz deines jungen Alters. Also, es ist folgendermaßen. In der Region um Buomisage ist ein Lied überliefert, das von einer sagenhaft weiß glitzernden Schneelandschaft singt. So strahlend weiß ist es dort, dass nichts einen Schatten wirft, sodass keine Aussage über die Größe der Dinge getroffen werden kann. Lediglich das Böse eines undurchdringlichen Waldes wirft seinen unsichtbaren, aber bedrohlichen Schatten auf den Ort der schneeweißen Kälte. Niemand soll diesen Ort jemals betreten haben. Was wahr ist an diesem Lied weiß und was unwahr, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. An jenem Ort soll ein Monster hausen, das geboren ward, um seinesgleichen zu schützen und den Göttern zu dienen. König Behemoth ist ein majestätischer Name und von überirdischer Kraft soll er beseelt sein. Finde heraus, ob das Wesen wirklich existiert. Krass. Die Geschichten, ne? Okay. Wissen wir Bescheid, Freunde? Soweit, so gut.
Beim nächsten Mal geht's dann weiter und wir bauen uns zuallererst, bevor wir weitere Mob-Aufträge und große Bosse besiegen und was weiß er nicht, baue ich mir das Einhand-Katana. Bis zum nächsten Mal, euer Sluxy. Ciao.